Hallo lieber Steinbock, herzlich willkommen zu deiner Legung für den Monat Oktober. Meine lieben Steinböcke, ergänzend zu eurem Sonnenzeichen, sprich Sternzeichen, könnt ihr auch die Videos nach eurem Mondzeichen, Aszendenten und Venuszeichen schauen. Meine lieben Steinböcke, ihr seht, der Tisch sieht ein bisschen anders aus, der Tisch ist voller. Wenn ihr meine Videos schon kennt, dann ist euch das jetzt wahrscheinlich aufgefallen. Für all diejenigen, die neu sind auf dem Kanal, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ihr da seid. Und ja, ich hatte irgendwie Lust, diesen Monat mal was anders zu machen, ein bisschen was zu verändern. Deswegen auch die Deko passend jedes Mal zum Element. Also bei jedem Element habe ich mich da inspirieren lassen. Ihr habt hier passend zur Erde, hier habe ich Wurzeln. Die könnt ihr jetzt leider nicht komplett sehen. Ein Bäumchen habe ich hier und einen Apfel und natürlich auch wie immer, wie ihr es auch von mir gewohnt seid, frische Blumen. So, was ich auch gemacht habe, ist für jedes Element intuitiv einen Heilstein zu ziehen. Und dann habe ich mich davon auch nochmal inspirieren lassen, habe nochmal geschaut, was ist so die Bedeutung davon. Und bei euch Erdzeichen ist es der Zitrin geworden. Der Zitrin würde man so klassisch gesehen eher einem Feuerzeichen zuordnen. Das finde ich nämlich auch super interessant, dass sich bei den verschiedenen Elementen, zum Beispiel bei den Wasserzeichen, war es eben ein Stein, der eher zum Element Luft passt. Aber es hat sich super gut in den Legungen dann nochmal gezeigt, dass eben da auch zum Beispiel Kommunikation eine Rolle gespielt hat. Bei euch ist es hier eben ein bisschen was Feuriges, der Zitrin. Ich lese euch jetzt mal vor, weil ich finde, das ist in diesem Buch super gut beschrieben, wofür der Zitrin steht. Hier steht, Menschen, die von Ängsten bzw. unheilvollen Ahnungen geplagt werden bzw. in Selbstmitleid zerfließen, schenkt der Zitrin wieder Hoffnung und Lebensenergie. Er fördert Vitalität sowie Selbstsicherheit und kann sogar unterstützend bei der Behandlung von Depressionen helfen. Menschen, die im stillen Kämmerlein eifrig an Ideen und Karriereplänen feilen, aber dennoch ein wenig mit sich hadern und so etwas wie den letzten Anstoß benötigen, verleiht er die nötige Durchsetzungskraft gegenüber sich selbst und anderen. Auch stärkt er den Blick dafür, aus allen Plänen nur lohnende Projekte auszuwählen. Also es wird auch dem Solarplexus eben zugeordnet, also der Willenskraft, der Willensstärke. Wirklich ein Stein, der gute Laune macht, ne? Wenn es dir schlecht geht, wenn du Depressionen hast oder so, perfekter Stein. Hier steht auch nochmal gut für die Bauchspeicheldrüse und gut für die Karriere. So, das zu dem Zitrin. Wir werden mal schauen, was dieser Zitrin so uns sonst noch hier zeigt in der Legung. Falls ihr euch für Heilsteine interessiert, ich kann dieses Buch hier wirklich wärmstens empfehlen. Ich werde es mal unter dem Video verlinken. So, und dann wollen wir jetzt direkt mal weiterschauen. Ich werde über die Symbolon-Karten drei wichtige Situationen legen für euch Steinböcke, die in diesem Monat eine Rolle spielen werden. Ich hätte gerne eine wichtige Situation für meine Steinböcke im Monat Oktober. Ich glaube, ich habe schon eine Sache gesehen. Oh, das gibt's doch nicht. Ja, genau die Karte. Es ist echt interessant. Ich hatte bei mehreren Feuerzeichen diese Karte tatsächlich. Ich glaube auch bei irgendeinem Wasserzeichen. Also es ist schon auffällig, dass diese Karte öfters rauskommt. Was ich hier sehe, ist, also einmal, klar, mir kommt da direkt dieses Saturn-Uranus-Quadrat, was diesen Monat eben nochmal exakt wird. Das ist etwas, was wir aus dem alten Jahr mit uns bringen, aus dem Jahr 2021, was jetzt nochmal im Oktober sich sehr annähert, aber nicht exakt wird. Das heißt, wir werden im Oktober mit Sachen konfrontiert werden, mit denen wir als Kollektiv schon im letzten Jahr zu tun hatten. Und ich glaube, das zeigt schon, in welche Richtung das gehen kann. Ich will jetzt aber bewusst keine Angst machen. Ja, also ich will nur darauf hinweisen, dass das etwas ist, was hier nochmal aktiv wird. Aber ich glaube, das wird keine längeren Auswirkungen haben. So, was haben wir denn hier in dieser Situation bei euch? Ich sehe, dass irgendwas in einer Beziehung, in einer Partnerschaft zurückgehalten wird.
Im zwischenmenschlichen Bereich. Ich sehe aber auch das Thema Ressourcen, was mir hier nochmal durchkommt. Also auch das Finanzielle. Diese Partnerschaft könnte zum Beispiel auch eine berufliche Partnerschaft sein. Da wird irgendwas zurückgehalten, beziehungsweise es könnte auch sein, dass ein bisschen geflunkert wird. Das, was ich hier wahrnehme, ist, du hast das Gefühl, dass etwas blockiert ist. Es könnte sein, dass du blockiert bist, gerade auch was das angeht, was du aussprechen möchtest oder was du tun möchtest. Ich sehe auch, der Genuss ist blockiert. Also vielleicht kannst du irgendwelche Sachen gerade nicht genießen. Vielleicht bist du gerade in einer sehr ernsten Energie oder in einer Energie, wo du irgendwie eingeschränkt bist, wo du vielleicht das Gefühl hast, dass du dich nicht so entfalten kannst oder nicht so darauf einlassen kannst, wie du es eigentlich möchtest. Da nehme ich das Thema Blockaden wahr. Das ist so ein bisschen wie Acht der Schwerter, diese Karte hier, dass etwas blockiert ist oder eingegrenzt oder eingeschränkt ist. Es geht darum, eine gute Zeit mit jemandem zu haben, die Zeit miteinander zu genießen. Ich sehe das tatsächlich hier auf beiden Ebenen. Ich sehe das einmal im zwischenmenschlichen Bereich und ich sehe das alles aber auch im beruflich-partnerschaftlichen Bereich. Also einmal, dass hier vielleicht eine Beziehung irgendwie blockiert ist oder gestört ist zu einem Menschen. Vielleicht hat man auch das Gefühl, dass jemand hier nicht ganz offen und ehrlich ist. Es könnte sein, dass dadurch, wenn du dich blockiert fühlst, dass du vielleicht die Dinge auch nicht so aussprichst, wie es in Wirklichkeit ist. Vielleicht hältst du da was zurück oder die andere Person hält was zurück. Also es könnte auch sein, dass du das Gefühl bekommst, jemand ist nicht ganz ehrlich mit dir. Ich sehe aber, es geht hier nicht um die Frage Lügen oder nicht Lügen, sondern ich sehe eher, dass man aufgrund von eigener Blockierungen und Blockaden, aufgrund von eigener Blockaden und Limitierungen bestimmte Glaubenssätze eingeschränkt ist. Und deswegen eben hier es so rüberkommt, als würde jemand nicht ehrlich sein, was ja letztlich auch so ist. Jemand ist dann vielleicht nicht ganz authentisch, schämt sich vielleicht oder hat ein Gefühl der Unzulänglichkeit, wie auch immer. Und da sehe ich das, was irgendwie so erscheint, als würde jemand lügen oder was zurückhalten. Das könnte es auch du sein. Also es kann auch sehr gut sein, dass du dich blockiert fühlst und vielleicht jemandem das nicht sagen möchtest, weil du dich dafür schämst, weil du nicht bereit bist, wie auch immer. Also ich sehe, dass das Thema Lügen im Raum steht. So als würde man sich jetzt fragen, sagt mir die Person wirklich die Wahrheit? Ist es wirklich so oder wird hier irgendwie verarscht? Ja, also das ist so ein bisschen das, was mir hier durchschwappt, dass man generell aber eigentlich eine gute Zeit haben möchte oder miteinander auch sich irgendwie aufeinander einlassen möchte. Es kann auch sein, dass ihr in der Anfangsphase seid, wenn ihr hier jemanden kennenlernt und irgendwie scheint sich das nicht so entfalten zu können, wie du es gerne hättest oder wie du es gerne möchtest, weil hier auf beiden Seiten Blockaden sind oder vielleicht sogar Ängste auch sind. Man fühlt sich irgendwie eingeschränkt, unzulänglich, wie auch immer. Das kannst du sein, das kann dein Gegenüber sein oder eben auf beiden Seiten. Das Gleiche sehe ich auch für das Thema berufliche Partnerschaften. Also es könnte sein, dass man hier bei Verhandlungen gerade in Bezug auf Gelder, Ressourcen, wie auch immer, hier irgendwas im beruflichen Bereich vielleicht nicht ganz klar ist, nicht ganz deutlich ist. Also da bitte Achtung. Ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass du dich nicht so ganz darauf einlassen kannst. Du traust dem Braten nicht so ganz und hältst hier noch was zurück. Also es könnte zum Beispiel sein, dass du extrem stark ins Sparen gehst, weil du Angst hast, hier übers Ohr gehauen zu werden oder weil du Angst hast, gewisse Ressourcen zu verlieren. Sowas in diese Richtung. Aber ich sehe, dass es etwas ist, was, wenn du zum Beispiel Geld ausgeben möchtest, in etwas investieren möchtest oder dir was kaufen möchtest, sehe ich, dass du das begehrst. Also du willst das haben. Ich sehe auch, dass es gut für dich wäre, aber da ist irgendwie was, warum du bist misstrauisch. Du traust dem Ganzen nicht, vielleicht hast du Angst, der Preis geht vielleicht noch runter, vielleicht ist es nicht die richtige Zeit oder du hast das Gefühl, dass da irgendwas fake dran sein könnte oder nicht richtig sein könnte, so in diese Richtung. Und da sehe ich dann, dass du das dann wie blockierst oder nicht machst.
Wenn es hier um berufliche Verhandlungen geht, sehe ich, irgendwas ist schwammig. Also Achtung, wenn du beruflich mit jemandem hier verhandelst oder einen Handel betreibst, wie auch immer, achte darauf, dass es alles klar und deutlich ist. Also es könnte zu Missverständnissen kommen. Missverständnisse kommt mir jetzt hier auch nochmal stark durch. Missverständnisse im Bereich der beruflichen Beziehungen, im Bereich der zwischenmenschlichen Beziehungen, dass man hier Dinge nicht so klar äußert, weil man sich irgendwie blockiert fühlt oder weil irgendwas hier zurückgehalten wird. Also es könnte zum Beispiel auch sein, dass du eine berufliche Verhandlung machst und du möchtest vielleicht nicht so konkret auftreten oder so bossy, also so bestimmt, und dass du dann vielleicht erstmal nicht so richtig konkret wirst, ja, oder du möchtest erstmal noch abwarten, was sagt der Gegenpart, ja, wie schaut es da aus? Also ich sehe, du bist da irgendwie unsicher in einer Verhandlung. Das ist aber nicht vorteilhaft. Ja, also ich sehe, dass dann beide Seiten irgendwie nicht klar sind und das kommt nicht gut. Also da könnte ein Verlust reinkommen. Irgendwie sowas. Also da ist irgendwie, ich habe auch das Gefühl, es kommt gar nicht so weit, weil man einfach blockiert ist und hier nichts falsch machen möchte. So in diese Richtung. Ne? Aber es ist irgendwie was, was sehr schön wäre. Es könnte zum Beispiel auch eine Vergrößerung von deinem Geschäft sein, eine Erweiterung von deinem Geschäft, oder wenn du irgendwie beruflich expandieren willst, vergrößern willst, investieren willst, sowas in diese Richtung, oder vielleicht hast du mit diesen Sachen beruflich zu tun, sehe ich, da sind gewisse Unklarheiten beziehungsweise irgendwelche Einschränkungen, Begrenzungen. Also es läuft nicht so richtig, wie man das möchte. Jetzt hoffe ich mal, dass hier auch noch gute Nachrichten kommen. Wobei ich das jetzt nicht als schlechte Nachricht empfinde, sondern eher vielleicht als ein Hinweis für dich mit einer Achtung, dass du da vielleicht offener bist und dass das dann auch läuft. So, dann wollen wir mal schauen, was wir hier haben für die Steinböcke. Eine weitere wichtige Situation im Oktober für die Steinböcke. Okay, das sieht doch schon mal besser aus. Ja, hier habe ich ein sehr gutes Gefühl. Oh wow, interessant. Einige von euch werden, was ihr Aussehen betrifft, beziehungsweise ihren Körper betrifft, eine sehr große Transformation durchmachen, also eine Veränderung durchmachen. Wenn du zum Beispiel ein Thema hast mit Abnehmen, sehe ich, dass du, also wenn das dein Ziel ist, sehe ich, dass du das schaffst. Also ich sehe eine große Transformation. Ich sehe, dass einige eine Ernährungsumstellung machen werden. Also dass ihr genauer auf eure Ernährung achtet, dass ihr euch gesünder ernährt, dass ihr mehr auf eure Gesundheit achtet. Also gerade auch sowas wie Sport etc. Da sehe ich eine große Transformation, eine große Veränderung. Du wirst ganz anders aussehen, ja. Was ich auch reinbekomme, es muss nicht unbedingt dann auf der körperlichen Ebene sein. Natürlich könnte das auch dein Wohlbefinden sein, deine Gesundheit sein, also eine Verbesserung in der Gesundheit, eine große Transformation. Oder es kann so um äußerliche Geschichten gehen, wie einfach, dass du deine Haare veränderst, dein Make-up, deine Kleidung etc. Also ich sehe hier irgendwie was, was sich verändert. Ich sehe, dass du dir die Dinge auch praktischer machst. Also dass du auch so deinen Alltag oder vielleicht auch Arbeitsabläufe einfacher gestaltest. Da einfach Lust hast, was zu verändern, was irgendwie effizienter auch ist. Damit Dinge einfacher laufen, damit sie einfach reibungsloser sind. Also ich sehe eine Verbesserung, eine Transformation auf allen Ebenen, dass es einfach schneller geht und dass es auch effizienter läuft. Vielleicht weniger sowas wie Ausgaben, weniger Zeitaufwand, weniger Arbeit mit etwas. Das sind solche Dinge, die ich reinbekomme. Das kann im beruflichen Bereich sein, das kann auch im privaten Bereich sein. Zum Beispiel könntest du dir für dein Zuhause einen besonderen Schrank mit einem besonderen Ordnungssystem zulegen, ja, wo du die Dinge ordnen kannst, und das erleichtert vieles und du hast mehr Platz jetzt in der Wohnung, zum Beispiel sowas, ja, damit ihr wisst, in welche Richtung das geht. Also ich sehe eine Veränderung zum Positiven.
eine erleichternde Veränderung, irgendwas, was besser läuft. Was ich auch reinbekomme, ist eine radikale Veränderung auch. Also, dass sich wirklich auch etwas wandelt, auch in eurer Persönlichkeit, dass ihr Lust habt, Dinge zu verändern auf allen Ebenen, zu transformieren. Also Transformation ist ein großer Begriff für euch in diesem Monat. Ihr wollt die Dinge einfacher haben, ihr wollt sie besser haben, ihr wollt Dinge einfach verbessern. Und das wird recht radikal sein und auch neu sein. Also ich sehe auch, dass ihr bewusst Neues in euer Leben lässt, was euch mehr dient. Ja, also ihr möchtet einfach, dass die Dinge einfacher für euch sind. Und dazu gehört viel Neues, wie ich sehe. Und das nimmst du auch willkommen entgegen. Ich nehme irgendwie sowas wahr, jemand oder einige Personen könnten hier sowas wie einen Gegenstand kaufen und ihr habt das noch nie gesehen oder noch nie ausprobiert. Und das ist so, wie wenn ihr guckt euch das an und denkt so, was ist das? Ja, also so irgendwie, hä, was ist das für ein Ding? Und das kann sein, dass es total irgendwie absurd ist, aber irgendwie verbessert das was oder ist es total praktisch oder total hilfreich. Ja, sowas in diese Richtung. Es könnte sein, dass das etwas ist, was aus China kommt. Das, also so eher den asiatischen Raum. Also das gibt es ja manchmal so Sachen, wo man sich denkt, was ist das denn? Und es ist eigentlich total simpel. Ja, also da gibt es manchmal echt komische Sachen, die aber wirklich gut sind. Mir fällt jetzt nichts Passendes ein, aber sowas in diese Richtung, ja. Es gibt ja alle möglichen Erfindungen, sowas wie, sowas gibt es? So ein bisschen so, als ob du so überrascht bist, dass es sowas überhaupt gibt, ja. So eine Erfindung, dass es überhaupt jemanden gibt, der sowas erfunden hat, das hättest du dir so nie vorstellen können. Also ich sehe neue Sachen, die in dein Leben Einzug finden und die erleichtern dir das, die verändern dein Leben, die machen das irgendwie angenehmer. Es könnte was für die Küche sein, das kriege ich auch noch rein. Das ist auch nochmal etwas, aber es kann auch mit Kleidung zu tun haben oder mit praktischen Dingen, ja. Also generell sehe ich hier eine Verbesserung so einfach in deinem Leben, dein Wohlgefühl, dein Körperbewusstsein, deine Ernährung, deine Gesundheit. Also wirklich auch bewusst die Auseinandersetzung damit und bewusst auch was Neues mal auszuprobieren. Wenn du in irgendwas eine Verbesserung haben willst und du sagst, oh, ich habe schon das und das und das und das ausprobiert und das hilft alles nichts, ja, und du sagst, nichts hilft mir. Ja, aber dann gibt es da vielleicht etwas, was ganz neu ist und das hast du noch nie ausprobiert und das auf einmal hilft dir dann. Ja, also so in diese Richtung, das ist das, was ich sehe. Jetzt schauen wir mal eine weitere wichtige Situation für die Steinböcke. Eine weitere wichtige, Oh, wow. Oh, wow. Was ist das denn? Oh, krass. Okay, das ist ganz anders. Finde ich aber auch gut, dass hier wirklich sehr unterschiedliche Situationen rausgekommen sind bei euch. Bei manchen war das wie ein roter Faden, der sich durchzieht. Aber bei euch sind es doch, ist es eine gute, bunte Mischung. Das finde ich gut. Ja, also, ich sehe, dass hier ein bisschen Ängste und Sorgen in Bezug auf eine Angelegenheit da sind. Ja, etwas, worüber du nachgrübelst, wo vielleicht auch sehr pessimistische Gedanken sind, wo sehr, vielleicht sogar kann es in eine dunkle Richtung gehen, also keine positiven Gedanken. Und ich glaube, das ist auch kein Zufall, dass ich den Zitrin für euch gewählt habe, weil das ist ja ein Stein, der eben das Positive stärkt, ja, der gute Laune macht, der für Wohlbefinden sorgt, gegen Depressionen ist. Also sowas hier könnte für dich irgendwie hilfreich sein. Übrigens, Johanniskraut hilft auch gegen Depressionen. Ne? Also nur mal so als kleiner Tipp. Ich bin natürlich kein Arzt, aber vielleicht ist das so eine kleine Inspiration für dich. So,
Ja, ich sehe, irgendwas macht Sorgen, irgendwas gibt es hier zu beklagen. Es kann auch sein, dass du über irgendwas wirklich klagst, ja. So ein bisschen in diese Richtung. Was ich hier sehe, ist, dass diese Situation damit zusammenhängt, dass man Angst hat, dass jemand einen manipuliert oder die Kontrolle über etwas hat. Es ist beides miteinander verwoben. Es könnte sein, dass das etwas ist, was sehr verführerisch auf dich wirkt, aber du hast Angst davor. Okay, für die Frauen, also für die weiblichen Wesen, die hier zuschauen und die auf Männer stehen, ja, es gibt ja, bei mir schaut jeder zu, ja, es ist ganz egal wie was, aber gerade speziell für die Frauen, die auf Männer stehen, sehe ich, dass es irgendwie so um ein Männerbild gehen könnte oder es könnte um eine bestimmte männliche Person gehen, das kann auch generell etwas sein, die auf dich sehr anziehend wirkt, aber du hast gleichzeitig Angst davor oder die Person schüchtert dich irgendwie ein. Zum Beispiel, ich sag jetzt mal sowas wie so ein Bad Boy, ja, es gibt ja mittlerweile so viele Filme, wo so Gangster und die Bösen, ja, die bösen Männer so romantisiert werden und wow, die sind ja so toll und keine Ahnung was, so viel Dreck am Stecken, aber so attraktiv. Und ich habe das Gefühl, das geht in so eine Richtung. Also das könnte etwas sein, was du, womit du dich beschäftigst oder auseinandersetzt oder es gibt ja auch viel Lektüre, die in so eine Richtung geht, ja, so. Böse Romanzen, so nenne ich sie jetzt mal, wo der Feind zum romantischen Helden wird oder wie auch immer. Und ich sehe sowas in diese Richtung. Also es könnte sein, dass das etwas ist, was deinem Typ entspricht, deinem Männerbild entspricht und dass das irgendwie Thema wird in diesem Monat. Dass du dich vielleicht damit auseinandersetzt oder vielleicht ist das etwas, was du immer weggeschoben hast, wo du gesagt hast, nee, so einen brauche ich nicht, ist mir zu unzuverlässig oder sonst was, aber irgendwie reizt dich da was, irgendwie ist da was, es macht dir irgendwie Angst, aber da ist irgendwie der Kick und das hat eine verführerische Wirkung auf dich, aber gleichzeitig hast du total Angst. Das ist eine Sache, die ich bekommen habe. In dieser Message. Also es könnte eben sein, dass du einer Person begegnest, die sowas ausstrahlt, dass sie gleichzeitig dir Angst macht und auf der anderen Seite fühlst du dich total hingezogen zu diesem Menschen. Und das ist etwas, was eine Aussage über dich macht als Person. Ja, das könnte etwas sein. Oder vielleicht hast du damit irgendwie zu tun oder irgendwie geht sowas in diese Richtung. Vielleicht schaust du auch einfach nur einen Film, der in so eine Richtung geht. Und das war's auch schon. Aber das sehe ich hier als zusätzliche Message. Ich sehe aber auch, und da gilt das jetzt für alle, dass es etwas geben wird, wogegen du ankämpfst. Und diese Situation macht dir generell Angst. Sie hat aber gleichzeitig etwas Verführerisches. Ja, also es könnte so ein bisschen den Charakter von Nachgeben haben. Man hat Angst, etwas nachzugeben oder auf etwas reinzufallen. Vielleicht hast du auch Angst, hier verarscht zu werden, auf Deutsch gesagt. Finde ich super interessant, weil auch hier habe ich so ein bisschen diese Tricksereien. Ja, guckt euch mal die Karten an. Ja, also wenn ihr die Bilder euch mal anschaut, gerade hier, wir haben beides mal Merkur mit Neptun hier und mit Pluto. Ja, also hier geht es eher um was Schleierhaftes und hier geht es eher um Macht. Hier geht es um Beeinflussung. Also hier könnte auch jemand gezielt Einfluss auf euch nehmen. Ja, hier könnte jemand gezielt wirklich euch manipulieren oder anlügen. Und ich sehe, man hat irgendwie Angst. Es könnte auch zum Beispiel sein, dass jemand bewusst versucht, dir Angst zu machen und du fällst darauf ein. Ja, du fällst darauf rein. So. Merkur ist rückläufig. Mein Sprachsystem ist katastrophal. Genau. Also ich sehe hier aber auch, was
Kämpferisches bei dir. Also du bist hier nicht verloren. Du bist hier niemand, der hier dem Ganzen verfällt oder sich da irgendeinen Quatsch erzählen lässt. Es hat eine Wirkung auf dich, definitiv. Es hat hundertprozentig eine Wirkung auf dich, aber du gehst damit anders um. Du bist hier niemand, der da drauf reinfällt. Da sehe ich irgendwie sowas mit dran, dagegen ankämpfen oder sowas in diese Richtung. Es könnte aber auch in die Richtung gehen, dass gerade das diese Person oder diese Sache möchte, dich in eine Richtung zu bringen, dass du aktiv wirst und du wirst tatsächlich aktiv aufgrund von Angst. Also bitte niemals aus der Angst heraus handeln. Niemals. Niemals aus der Angst handeln. Meistens bereuen wir es, wenn wir aus der Angst handeln. Das ist auch nicht gut für uns. So, dann wollen wir jetzt mal schauen. Deswegen keine Angst. Zitrin, ja? Gute Laune. So, ich schaue jetzt mal hier in die Astrologiewürfel und schaue mir an, welche überraschende Situation dich in diesem Monat erwartet, womit du nicht rechnest. Welche überraschende Situation, womit die Steinböcke nicht rechnen, erwartet sie im Monat Oktober? Wir haben hier die Jungfrau, wir haben das sechste Haus und Saturn. Okay, es wird viel um zwei Sachen. Bei einigen wird es viel um Berufliches gehen. Das, was ich vorhin hier in der Mitte gesagt habe, ne, irgendwie Verbesserungen im beruflichen Bereich, kommt daher zustande, weil hier Belastungen da sind. Weil sonst würdest du auch nichts verbessern wollen. Ich sehe irgendeine Belastung im beruflichen Bereich, die dich dazu antreibt, etwas zu verbessern, zu ordnen, neu zu strukturieren. Du willst es irgendwie so effizient wie möglich machen. Ja, das ist das, was ich hier sehe in diesem Bereich. Für andere sehe ich hier das Thema Gesundheit, das habe ich ja eben gesagt, Transformation in der Gesundheit, mehr Wohlbefinden. Es kann sehr gut sein, dass du mit irgendwelchen körperlichen Symptomen konfrontiert wirst oder vielleicht ist das etwas, was gerade schon da ist und dass du dann ins Handeln kommst, etwas zu verbessern. Und Krankheit ist nie eine Strafe vom Universum oder von Gott oder von sonst wem. Eine Krankheit ist immer eine Botschaft, die dir deine Seele über deinen Körper vermittelt. Ja? Ganz wichtig, dass wir das nicht als etwas Böses ansehen, sondern als etwas, was uns gesagt werden möchte. Unsere Seele möchte uns auf etwas aufmerksam machen. Stichwort Psychosomatik. Kannst du gerne mal nachschauen. Vielleicht findest du da für dich so die passenden, hilfreichen Impulse. Und das ist das, was ich hier sehe für euch, dass ihr da was verbessern wollt. Im Bereich der Arbeit und im Bereich der Gesundheit werden Verbesserungen angestellt und hier kommt die große Transformation. So, weiter geht's. Oh, ich sehe schon, bei euch wird die Legung jetzt auch so lang. Das ist der Hammer. So, das sind zu viele, sonst wird es hier noch länger. Bitte einzelne Informationen, ja, was Neues haben wir hier. Guck mal, genau das, was ich hier gesagt habe, ein neuer Gegenstand. Haus 2 ist der Besitz, die Ressourcen und hier sehe ich was Neues. Also du wirst dir was Neues kaufen. Das, was ich vorhin schon gesagt habe. Weitere Informationen. Was kann was sehr Originelles sein? Was ganz neu, eine neue Erfindung oder so. Gönn dir eine Pause. Das sehe ich hier in diesem Bereich. Ne? Gerade so, hier ist viel irgendwie, ich habe das Gefühl, hier ist viel Stress bei der Arbeit. Die Gesundheit könnte auch irgendwie dich stressen. Und ich glaube, das ist super wichtig. Ne? Gönn dir mal eine Pause. Fahr mal einen Gang zurück. Ja, das ist super wichtig. So. New Beginnings, das hatte ich jetzt bei sehr vielen Zeichen, die Neuanfänge, also auch für euch ein Neuanfang in irgendetwas. Ihr werdet hier Dinge neu machen, ihr werdet sie anders machen, so wie ich das hier auch schon gesagt habe. Dir steht ein Neuanfang bevor, eine große Transformation. Welche Göttin begleitet dich in diesem Monat? Die Sonne, wow, schön.
passend zum Citrin. Ja, also hier auch ein sehr sonniger Stein. Also es sieht gut aus. Ihr braucht keine Angst haben, selbst wenn hier eine Krise da ist oder viel Stress da ist. Ich habe das Gefühl, es geht hier wirklich in Verbesserungen rein. Das Leben soll sich bei dir einfach auf allen Ebenen verbessern. Und alles, was hier kommt, selbst die Krisen, die Veränderungen, das Neue, das dient allem dem, dass du es einfacher hast im Leben, dass es dir besser geht. So, weitere Informationen. Lass deinen Ex-Partner los. Die Zeit ist gekommen, deine Energie zu klären. Ich glaube, hier ist der Satz wichtig. Die Zeit ist gekommen, deine Energie zu klären. Einige werden hier wirklich auch ihre Energie wirklich klären. Ne, hier Transformation, Veränderung, du wirst dich komplett hier wandeln. Lass deinen Ex-Partner los, kann für jemanden hier sprichwörtlich wichtig sein. Ich glaube aber, dass es eher darum geht, etwas loszulassen und wirklich auch bewusst Neues einzuladen. Das Alte loszulassen, sich auch auf was Neues einzulassen, weil irgendwie scheint es mir ausgedient zu sein. Gerade wenn ihr hier wie ein Phönix aus der Asche emporsteigt, dann will hier Neues rein. Also Energie klären, alles Alte kann weg. Ja, und hier haben wir den heiligen Raum, wir haben deine Privatsphäre, deinen persönlichen Raum, wir haben hier das Respektieren von Grenzen und Tabus. Genau das mit nimm dir, gönn dir eine Pause. Du wirst dich hier auch mal zurückziehen müssen und mehr auf dich achten, auch immer wieder deine Batterien auftanken müssen, damit es dir wirklich auch gut geht, ne? Damit du diese Veränderung auch gut mit frischen Energien immer wieder auftanken kannst und dann da reingehen kannst. Ja, meine lieben Steinböcke, das war es auch schon. Das war eure Legung für den Monat Oktober. Falls ihr persönliche Hilfe braucht, könnt ihr mich gerne kontaktieren. Ich biete astrologische Beratungen und Kartenlegungen an. Schaut dazu mal auf meiner Homepage vorbei. Sie ist unter diesem Video verlinkt. Ich freue mich, wenn ihr diesen Kanal abonniert, wenn ihr ihn unterstützt, mit einem Daumen hoch, einem lieben Kommentar. Ihr könnt eine Spende dalassen, wenn ihr wollt. Alles, was ihr dazu wissen müsst und die verschiedenen Kartendecks, die ich benutze, alle Informationen sind immer unter meinen Videos verlinkt. Und ich wünsche euch allen, meine lieben Steinböcke, ganz viel Licht und ganz viel Liebe. Macht es gut, bis zum nächsten Mal.